Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 6. Weiter geht's mit der Schlacht vor Hanzhong. Das war die Schlacht, wo Cao Cao eben halt den letzten verbleibenden Herrscher, der nichts mit den drei Königreichen zu tun hat, angegriffen hat. Nämlich Zhang Lu war das. Zhang Lu ist halt noch übrig geblieben als einziger Herrscher im gesamten Land. Und der kontrolliert halt nur Hanzhong und das wollte Cao Cao sich auch noch an den Nagel reißen. Zhang Lu hat allerdings doch die Hilfe von Liu Bei erhalten, von Schuh-Truppen. Dem ist sie unterstützt. Ganz schön wurde diese Schlacht in Dynasty Warriors 5 Extreme Legends dargestellt. Da gab es noch so ein bisschen was mit Zaubern und Steinstatuen und Mysterien. Das war richtig cool gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hier war. Ich habe die Schlacht in Dynasty... Doch. Ich kenne sie wieder. Ja, hier war sie nicht ganz so schön, aber auch ganz okay. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz so stark ausartet wie im letzten Part, weil das war echt... Das war so extrem. Irgendwie fast alle Offiziere sind gestorben, außer Machao und Madai vor den Verbündeten. Und irgendwie waren dann ganz oft 5 Offiziere auf einmal gegen mich. Und alles war am Brennen, halt hier liegen, ne? Feuerangriff von Zuran konnte man tatsächlich in Dynasty Warriors 6 nicht mal verhindern. Und alles war am Eskalieren. Das war richtig extrem. Ich war mehrmals kurz vor Abkratzen. Naja. Ich denke, so schlimm wird es nicht, auch wenn hier Schwierigkeitsgrad ein Punkt sogar mehr ist als bei Yiling, was ich nicht ganz verstehen kann. Es wird niemals schwieriger als im letzten Part. Egal, Schlacht vor Hanzhong, Schuhtrumm-Szenario. Die Verteidigung des Gegners ist stark. Stürme den Gipfel und nehme Hanzhong ein. Gut, machen wir das. Natürlich auf Meister. Wer ist denn heute dran? Zhang Fei könnten wir mal nehmen. Liu Bei hatten wir schon mal. Ciao, könnten wir gut nehmen dafür. Tong Tor gibt es auch nicht, ne, in diesem Spiel. Das Tong Tor gibt es hier gar nicht mehr. Übrigens, das ist ja... Ne, ich will Yue Jing nehmen, Freunde. Sorry, ich nehme Yue Jing, weil die ist richtig cool in dem Spiel. Weil das wird jetzt die letzte Schuhschlacht. Ich habe schon geguckt, wir haben keine Schuh-Szenarios mehr. Und ich will unbedingt Yue Jing nehmen. Wow, sieht die hier nice aus. Wir nehmen auf jeden Fall das Outfit. Weil... Die hat eben halt hier einen Bogen. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Passt ganz gut zu Yue Jing. Besser als ihre komische Glaive oder was das war. Na, es war keine Glaive, es war ja nicht wie Lumeng. Horizont hieß halt die Waffe, aber ja, war so ein. Ja, so eine Art Glaive war das schon. Wir nehmen auf jeden Fall Yue Jing. Machao gefällt mir sowieso nicht. Fände hätte ich Machao genommen, aber der gefällt mir in diesem Spiel nicht. Ich mag Machao, aber nicht in diesem Spiel. Hier hat er ein riesiges Schwert, was überhaupt nicht zu ihm passt. Smaragdschleier, mystisches Siegel, Druckwelle, Ausgeglichenheit, Feuerelement, ganz nice. Hier ist aber Eiselement drauf, hat aber 11 Stärke weniger. Ne, wir bleiben dann bei dem. Schlachtross. Eiselement. Einfach overpowered hier. Komisches Skills-Chart, aber gucken wir mal. Ah, Siegesaura wieder erhöht, Überfalldauer. Eisresistenz, das Beste, was man überhaupt haben kann in diesem Spiel. Belesenheit ermöglicht Beginn jeder Ebene mit einem Folian. Okay. Schnellschuss erhöht Nachladetempo der Salve. Vergrößert die Reichweite der Salve. Musu steigt schneller. Ja, Todesschild kurz vor dem Tod halt erhöhte Abwehr. Auch ganz nice. Ach, schwere Bolzen, genau wie Huangzhong. Das hat sie auch. Nice. Und hier oben haben wir noch Wirkung von Erholungsgegenständen verbessert. Finde ich sehr useless, würde ich nie reinnehmen, wenn man sich Items auswählen könnte. Ich meine, es ist zwar schön und gut, wenn Erholungsgegenstände mehr heilen, aber naja. Dann gab es früher immer bessere Optionen, wo man noch die Items selber auswählen konnte. Habe ich nie genommen, das Item in Dynasty Warriors 3. Ja, Ziel ist natürlich, Cao Cao zu besiegen. Liu Bei darf sich nicht zurückziehen. Und ich sehe gerade, Zhang Lu ist gar nicht da. What the fuck is this? Was ist denn das dann für eine Schlacht? Doch. Ach so, der ist jetzt schon bei den Gegnern. Weil nachdem Zhang Lu besiegt wurde, hat sich dann eben halt Cao Cao angeschlossen und wurde als Statthalter und hoch angesehen im Wei-Königreich. Das ist immer interessant, weil in Dynasty Warriors 5 ist eben halt so, dass er noch nicht bei Cao Cao ist und da hilft Liu Bei eben halt Zhang Lu. Aber hier ist es schon passiert, dass Zhang Lu besiegt wurde. Ah, wusste ich jetzt nicht mal, wann das spielt, weil beides spielt in Hanzhong. Na gut. Nimm innerhalb von 15 Minuten Westfestung und Nordostfestung ein.
besiege innerhalb von 15 Minuten Sibeli, Zhanghe und Zappi. Und drittes Bonusziel ist, besiege innerhalb von 30 Minuten alle Gegner. In 30 Minuten soll es machbar sein. Gut, dann analysieren wir nochmal richtig hier. Zhao Zhao, Sibeli, Zappi, Zhenyi, Zhao Hong. Noch was Interessantes dabei. Ja, Zhang Lu natürlich. Gut, Tipps. SWO 3 Straßen zur Burg Hanzhong. Die Straßen im Osten und Westen sind nur leicht geschützt. Allerdings ist der gegnerische General Sima Yi mit ihrer Verteidigung beauftragt. Und er hat sicher einen Plan. Die Straßen über das zentrale Plateau führt direkt nach Südosten, wo das Hauptlager der Shu-Armee liegt. Achte genau auf die Feindbewegung. Ja, muss man auch, wenn Sima Yi der Gegner ist. Er wird wohl wieder seine Taktiken auf uns hinablassen. In dem Versuch, das Patt zwischen den drei Reichen zu beenden und Liu Beis treuen zu verwirklichen, startete Shu die nördliche Expedition, die als Ziel für Sicherung des Gebiets der zentralen Ebene hatte. Der Schritt war die Eroberung von Hanzhong. Okay. Die Musik ist sogar. Rastet die Musik total aus. Okay. Ja, ich finde diesen Track irgendwie ganz witzig. Ganz witzig. Jetzt trifft es ganz gut. Ey, Quark, man, es gibt bessere Tracks in Ice Rise 6. Aber, ja, schlecht ist er nicht. Mhm. Ach so. Ja, ich habe diese Schlacht schon ziemlich verdrängt. Ich weiß noch, wie die Map aussah, aber den Rest habe ich echt verdrängt. I'm American and I'm a German Let's Player, but my accent is still there because I'm American. Lassen wir dies. Ich habe vergessen, was passiert. Und es ist scheiße, wenn man gegen Sima Yi das Spiel muss. Wenn ich die Taktiken, die ganzen Pläne von ihm nicht mehr im Kopf habe, muss ich mich da, muss mich darauf einlassen, dann ist meistens schon zu spät. Dann weiß ich nicht, was er vorhat. Das ist gefährlich, wenn man gegen Sima Yi spielt. Da muss ich jetzt schon die Salve aktivieren, weil er mich hier gekommen hat. Wir sind auch eh Renbu und Musu sammeln und das hilft hier ganz gut. Was ist denn hier los? Sag mal. Hier sind ja so viele. Hier sind ja wirklich so viele Gegner. Ey, what the fuck is going on? Also, sie schießt Eispfeile. Das gefällt mir schon mal sehr gut, weil Eiselement ist einfach nur overpowered in diesem Spiel. Ey, wenn wir jetzt schon Rennbogen unendlich, come on, das ist ja mega geil. Seriously? Oh yeah. Schon cool mit Yu Ying. Ich mag sie mit ihrem Bogen. Nice. Wow, gegen so viele ist echt schwer. Keine Chance. Wo sind meine Eispfeile? Achso, die Eispfeile werden nur abgeschossen, wenn ich Musu mache. Jetzt verstehe ich. Gut, dass wir den gleich wieder voll haben. Weil ohne den wäre ich jetzt aufgeschmissen. Alter! Der Schwierigkeitsgrad ein Punkt mehr als Schlacht von Yiling. Jetzt weiß ich warum. Nee, Quatsch. Aber das war schon echt ein bisschen heftig. Direkt am Anfang sowas von viele Gegner. Die direkt vom Berg runtergesprungen kommen. Ja, what the fuck, ey. Puh. Adrenalin pur. Das hoffe ich doch für dich, Yu Ying. Und das hast du jetzt bitter nötig. Meine Fresse, was ist denn wieder los? Wirkung von Heilungsgegenständen erhöht? Ja, das war doch signifikant. Sehr schön. Hast du auch ganz gut gedeichselt. Rennbogen unendlich ist eh gleich wieder weg. Na gut, hier kann ich wieder ein bisschen auffrischen. Ist ganz gut. Weil ich jetzt wegen gehittet habe, wird es jetzt nicht sinken, das Meter. Ha, ganz seltsame Schlacht. Das ist echt sehr seltsam. Ich meine, what the fuck? Zhang Lu ist schon bei Wei Armee. Das ist wirklich nur in Dynasty Warriors 6 so. Sonst hilft man immer auf der Shu-Seite Zhang Lu. Aber hier ist schon passiert. Zhang Lu ist schon besiegt. Echt sehr seltsam. Na gut. Ist dadurch aber auch sehr einzigartig. Und ist doch schön, wenn wir das auch mal so sehen, oder? So, wenn ich mich recht entsinne, war hier Xuxu. Oder wer war hier? Oder Zhao Pi. Oh, nee, Zhao Hong, okay. Okay, Zhao Hong ist es. Ja, dann besiegen wir den gerade. Nicht, dass er auch noch hier vom Berg runterspringt, wer weiß. Alter, ihre Angriffe haben zu viel Lag in meinen Augen. Das ist nicht cool. Lag ist immer scheiße in Fighting Games.
Ja, es zieht zu viel Lag. Ja, der beste Weg, sie zu spielen, ist einfach nur normal Quadrat-Taste zu drücken. Die Dreiecksangriffe sind nicht unbedingt jetzt so wichtig. Ist doch besser, wenn ich einfach mich da hinten hinstelle und die ganze Zeit mit Pfeilen schieße, oder? Ich denke schon. So, wen... Ah, da geht's aber weiter, da will ich ja jetzt noch nicht hin. Ich will jetzt erstmal denen hier helfen. Was ist denn hier los? Ach, hier ist Zenji und Zoppi, Zenji und Zoppi zusammen. Come on, das ist doch nicht euer Ernst. Voll übertrieben mit dem Schwierigkeitsgrad, na gut. Hier haben wir nochmal Musu wiederhergestellt. Das ist sehr gut. Dann werde ich ja jetzt reinrennen bei den Gegnern und meinen Musu schon mal casten. Ja. Take this. Besiegen wir Zenji. Fliegt die jetzt hier runter? Nee. Tut sie nicht. Oh mein Gott, die halten so viel aus hier. Oh mein Gott. Dai Ling, Zenji. Zenji ist schon fast down. Na, was heißt fast? Hälfte gerade wäre weg. Ah, ist okay. Danke, das habe ich gebraucht. Er hat einen Angriffsbuff. Ah, ist wirklich besser, wenn man einfach nur hier mit den Pfeilen schießt. Wirklich besser, wirklich viel besser. Na, wenn ich jetzt hier mache, guckt euch an. Wäre ich sogar von denen unterbrochen. Viel Leck der Scheiß hat. Und es ist eh nur eine einfache Stampfattacke. Selbst mit Rennrang unendlich. Das ist nicht so gut. Ihre Specials sind nicht sehr stark. Was ist das denn jetzt hier? Aha. Ein Engpass, unsere Magie, das hat ja nichts Gutes zu bedeuten. It has come time. Steine? Do it. Steine, ich wusste es. Engpass und unsere Magie, Steine. Muss es einfach sein. Oder Bogenschützen jedenfalls, oder beides. Schön ist, wir sind aber schon durchgekommen, oder? Oder ist es auf der anderen Seite? Mann, ein Treffer noch und er ist besiegt. Yes, er ist besiegt. Jetzt rastet Zenji aus. Ah, du hast meinen Ball getötet. Egal. Sie ist nämlich jetzt auch schon tot. Sie kann jetzt gar nicht mehr ausrasten. Haha. Und Jiang Gang, der Loser, ist auch besiegt. Jiang Gang ist ein richtiger Lappen. Er hat sich bei Schlacht von Chibi die ganze Zeit von Zhou Yu verarschen lassen. Dann ist zu Zhou Yu gegangen, oh, wir sind doch Freunde, ergib dich doch Zhao Zhao und dann bla bla bla, hat er den voll verarscht und so. Hat ihn so stark verarscht, dass der geglaubt hat, dass Zhou Yu ihm gesagt hat, dass... Also Zhou Yu hat ihm gesagt, hat natürlich gelogen, hat gesagt, ja hier, dieser Cai Mao, der verrät euch. Und ja, ist dann nach Hause gegangen zu Zhao Zhao und hat Zhao Zhao mitgeteilt und dann hat Zhao Zhao... Ja... Cai Mao hinrichten lassen, obwohl das der einzig gute General für Seeschlachten war, den Cao Cao zu dem Zeitpunkt hatte bei der Schlacht von Chibi. Jiang Gang ist echt schon ein ziemliches Opfer, sich so leicht verarschen lassen. Sehr naiv. Ah, Xu Shu, Wenpin. Ach komm schon, was ist das denn jetzt hier wieder? So viele Gegner. Zum Glück ist da wieder Mu Support. Das heißt, kann Musu gleich wieder benutzen. Ah, lieber nochmal machen. Holy shit! What the fuck? Komm schon, Wenpin. Yes, er ist down. Und Xishu auch. Boah, was ist das denn wieder hier? Es ist ja wieder richtig knallhart hier. Kennen keine Gnade mehr. Schön ist, wir haben wieder eine Salve. Hä, da sind auch noch Gegner. What? Come on, ey. Wie viele sind denn hier? Zhao Hui ist hier nämlich. Ja, komm. Oh mein Gott. Ey. Alter. Komm schon. Yes. Und Dang Ai noch. Ne, Dang Ai will noch nicht ins Gras beißen, aber jetzt, ja, ja. Puh, holy shit. Ah, es hat echt wieder in sich hier, diese Schlacht. Aber bislang finde ich tatsächlich Schlacht von Yiling schwerer, obwohl da ein Schwierigkeitsgrad mehr ist bei dieser Schlacht. Ein Punkt. Sie haben in Balken angegeben, der Schwierigkeitsgrad. Hier ist volle Schwierigkeit gegeben. Bei Yiling fehlte ein einziger Punkt. Verstehe ich nicht. Aber die Verbündeten haben echt gute Arbeit geleistet, muss man
einfach mal sagen, ich muss jetzt ausnahmsweise mal loben, denn die haben alle anderen Burgen und Bases eingenommen in der Zwischenzeit. Oh, meine Fresse. Ich will mit Dreieck springen. Egal. Wen haben wir hier? Wen Gefährliches oder Witzfiguren? Es ist Wang Shuang, okay. Und Tian Yu. Oh mein Gott, das sind wieder so viele. Das ist halt das Schwierige daran. Komm schon. Ah, fuck off. Ja, hier Salve, frisst das. Ich weiß nicht, schon wieder Special Ability. Oh nee, ich will nicht. Nein. Hört auf mit euren Drecksduellen. Och, komm schon. Können Sie das. Jetzt lösen Sie das nicht auf. Doch. Shen Quinn ist auch hier. Was ist denn hier los? Sag mal. Ja, niemals die Dreiecksattacken nutzen mit Yu Jing. Einfach viel zu schlecht. Oh, jetzt brennt sie auch noch. Ja, wo brennt's denn? Alter, komm schon. Yeah. Zhang Bao räumt ordentlich auf. Finisht alle das, was ich angefangen habe. Was soll er machen? Ist mir egal, ob er die Kills kriegt. Stört mich nicht. Hauptsache, wir kommen hier lebend raus. Yes! Das ist voll geil, ey. Jeden Pfeil, den ich abschieße mit vollem Musu, ist ein Feuerpfeil. Richtig nice. Muss mal früher mal ein Extra-Item auswählen, damit Feuerpfeile abgeschossen werden. Wow, der Zhang Bao hat zwar gut gekämpft, aber der ist jetzt auch wirklich am Arsch. Ja, hat gar nichts mehr. Deswegen chillt er da jetzt auch erstmal. Soll er machen, der hat er sich verdient. Oh, hier haben wir Zhang Lu. Aha. Gucken wir, ob der noch irgendwas sagt. Ich glaube, hier kam noch ein Steinschlag von Sima Yi, wenn ich mich nicht täusche. Oh, Zhang Lu war ja richtig schwach. Ja, in Dynasty Warriors 5 Extreme Legends war der ziemlich hartnäckig. Ja gut, da war auch der Endboss in der Schlacht. Aber trotzdem. Zumindest auf Zauzaus Seite, ne? Hier haben wir Sima Yi, hier haben wir Zauzo, hier haben wir alle auf einen Haufen. Das freut mich natürlich. Voll fies. Yes, hier Kui schon mal. Können wir Sima Yi jetzt hier hinlocken? Ich will nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Ja, Sima Yi ist hier alleine. Ohne Zauzo, alles gut. Oh mein Gott. Problem ist, Sima Yi ist verdammt stark, weil er hat sehr viele Eisangriffe. Aber wir können ihn mit dem Bogen gut auf Distanz halten. Das ist halt der Vorteil eines Bogens. Ist ja klar. Ja, Zhang Ku ist auch noch einer von Zhang Wus Leuten. Yes! Zhou Yun hat Sima Yi besiegt. Nice. Und die Burkan Zhong ist sogar gefallen. Ah, oh mein Gott, jetzt lass ich mich von Zhang Ku zerstören oder was? Und Cao Cao ist hier, habe ich gar nicht gemerkt. Shit. Ja, gegen Cao Cao möchte ich definitiv noch nicht kämpfen. Ja, scheiße. Ich muss mich zurückziehen. Keine Chance. Wobei, da hinten wäre halt nochmal ein Support, ne? Muss ich es aber auch erstmal bis da hinten hin schaffen. Cao Cao, der Wichser, mich wieder einfriert. Ist vorbei. Kann ja auch einfrieren. So, alles oder nichts. Kriegen wir? Yes! Weil, hätte ich jetzt nicht gekillt, wäre ich gestorben. Hätte ich Ende Leck nach Musu gehabt, hätte er mich einmal getroffen, dann wäre ich weg gewesen. Ich habe es irgendwie im Augenwinkel gesehen, dass der relativ angeschlagen schon war, der Zauzer. Deswegen habe ich jetzt hier diesen Yole-Musu gecastet. Das war echt cool. Und ich merke jetzt erst, das war gar nicht das coole Yu Jing-Outfit ausgerüstet hatten. Oh mein Gott. Na egal. Das andere Outfit sah richtig geil aus. Naja. Das ist ein richtig schlechter Bogen. Der ist gut. 7, 8 und Eiselement. Der ist schlechter. Der ist auch nix. Okay. Puh.
War nicht einfach, aber leichter als die Schlacht von Yiling. So, jetzt kann ich euch demonstrieren, dass wir wirklich alle Schlachten gemacht haben auf Liu Beis Seite. Hier keine Schuh drum, hier keine Schuh drum. Und Wu Zhang-Ebene hatten wir schon mit Guan Yu. Trotzdem fangen wir im nächsten Part noch nicht an mit der Wu-Story. Ich werde euch nämlich noch sämtliche Zwischensequenzen zeigen, die Shu-related sind. Sprich, alle Zwischensequenzen nochmal von der gesamten Shu-Story. Ja, dann zeige ich euch auch nochmal die Guan Yu-Sequenzen, weil dann kann ich den Part benennen. Alle Shu-Story-Zwischensequenzen. Die kann man, glaube ich, im Lager sehen. Nee, kann man nicht. Konnte man die hier nochmal angucken. Enzyklopädie? Nee. Da muss ich mich informieren, Freunde. Im nächsten Part sehen wir uns auf jeden Fall irgendwo wieder. Und dann zeige ich euch diese Zwischensequenzen. Dann war es doch im Lager. Aber wo war denn das, sag mal? Dienstplan, als ob. Doch, das war ein Dienstplan. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Zhao Yun gehe, Filmgalerie, weil es gibt eine Zhao Yun Story, dann sind hier alle Zwischensequenzen. Und die schauen wir uns an. Ich sag ja 100%, ja genau. Dann kann man hier nicht durchgehen. Ja gut, die Yuchan und so gucken wir uns da nicht an, ist ja klar. Nur die Schuhsequenzen erstmal. Wird dann wahrscheinlich ein kürzerer Part, je nachdem wie lang die sind. Weiß ich jetzt nicht. Aber es sind schon relativ lange Zwischensequenzen eigentlich immer. Mindestens eine Minute pro Stück. Und 8 hat jeder Charakter. Ne, wird sogar ein langer Part. Oh mein Gott. Ja, macht ja nichts. Ja, die zeige ich euch da einfach. Und dann fangen wir im übernächsten Part wirklich an mit der Wu-Story. Und die Wu-Story ist die längste Story, weil Sun Jian irgendwie seine Extra-Wurst in Dynasty Warriors 6 bekommt. Habt ihr ganz oft gesehen, bei im Freimodus gibt's Wu-Truppen und Sun Jians Truppen. Hier ist quasi What-If-Szenario mit Sun Jian spielt. Was wäre passiert, wenn Sun Jian überlebt hätte? Alle Schlachten nochmal geremaked. Mit Sun Jian als Boss. Das ist nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis. Gut. Vor allem würde ich sagen, Daumen, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne vorgesehen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Mal. Bis dann, ciao. Und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein.